Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir haben inzwischen Zeit ein Bier wieder eingesammelt und ich möchte euch mal so das lesen lassen, was der Sean Hastings unter seinen Geschmackseindrücken erzählt. Naja, okay, und dann machen wir jetzt weiter mit Spielen. Mal gucken, was so los wird. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Gut. Eine Tarngelegenheit, eine Unterstützungsgelegenheit. Kein Polizist nicht vom Ziel entdecken lassen. Okay. Das bedeutet, wir müssen von Cardigan. Gesetzesentwurf stimmt. Auch wenn er nicht in allen Aspekten meinen Vorstellungen entspricht, wie ein solches Gesetz auszusehen hat. In den Hallen des Parlaments. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Eberlein vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja. Es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften. Nicht ich werde sehr diskret sein. Sieht man. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Ja. Bitte einmal weiterlaufen. Eine meiner Lieblingsverkleidungen ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Ich habe nur ein Wurfmesser. Wir haben Besuch! Ah, jetzt geht's los! What are you taking here? You deserve to die! Yes! What about you? Oh, you deserve to die as well! Scares me more than anything. Yeah. What do you want? Money? Drink? Whatever you want. Sie war eine knallharte Frau. Hatte ein kleines Problem mit der Gesichtsbehaarung. Wir haben es als Puppenhaar verkauft. Gut, wir können weitergehen. I have nothing left but my life. Don't take that from me as well. Einen Polizisten töten. Das überlebt er. Just let me go, please.
I'll do anything you want. Ha, da habe ich mein Wurfmesser wieder. Ja, komm, wir können weitergehen. God, no, please don't kill me. I surrender. Ich sehe mal nach, woher dieses Geräusch kam. Einen Moment. Dieser verrückte Krähentyp. Ich sehe ihn. Na? Wir zufällig irgendwo. Ah, noch ein Wurfmesser. Wunderschön. Die kann man immer ganz gut gebrauchen. Wurfmesser sind wirklich. Ah, da hättest du aber auch ein paar schönere Texturen bekommen können, ne? Naja, komm. Gehen wir weiter. Schande! Was hätte man mit uns gemacht? Wir gestrichen hätten, hm? An die so, Wand gestrichen und erschossen. Ja, tut und mir leid, aber oh Gott, kurz nicht mal klar, war schon gestört. Tut mir leid, mein Lord. Der Wind bläst in Disraelis Richtung. Guten Tag. Gentlemen? Verdammt, seien Sie alle! Bitte verzeihen Sie, mein Lord. Es ist Zeit für Ihr Treffen mit Lieutenant Pierce. Hm? Oh. Kennwort. Ja. Pferdeapfel. Verpiss dich! So, dich habe ich. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Wow, und da kann man ja so viel. Ja. Kann man ja so viel draus lesen. Na, jetzt muss ich nur noch weglaufen. Er kann euch nicht alle besiegen! Du gehörst mir, du Schwein! Hey, lass mich vorbei! So. Bleib stehen, Junge. Den treffe ich. Wir sind nicht lebendig. Ich hab dich, Bursche. Er ist hier. Da ist dein Ausgang. Was kam der denn hin? Muss nur jetzt so irgendwie hier raus. Das ist die andere Frage. Wie komme ich am schnellsten aus dem Gebiet raus? Das ist typisch. Das ist so eine starke Assassin's Creed-Schwäche.
Wenn man irgendwie entkommen möchte, einfach ins Wasser springen, denn die anderen kommen da nicht hinterher. Zack. Geschafft. Ich habe mich vom Ziel entdecken lassen. Das ist natürlich schade. Naja. Na? Was kommt jetzt? Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Also die Jacke sah cool aus. Muss ich tatsächlich sagen, die Jacke sah cool aus. Also, Sequenz 8. Ich kann die Sequenz nicht anfangen, weil ich keine genügenden Bezirke erobert habe. Okay, egal. Dafür... kann ich jetzt so gewisse... mal herstellen, genau. Einen neuen Schlagring herstellen. Oh. Es gibt noch ein paar schöne Sachen hier. Glanz des Adlers und gezackter Tod. Plus 2, ja, stelle ich auch mal her. Aber du bekommst den da. So. Ach, kann ich den noch verbessern? Upgrade. Cool. Der macht aber dann richtig Schaden. So. Ach Mist, jetzt habe ich nicht genügend, um das Ding herzustellen. Okay. Ich würde sagen, ich mache dann hier für heute erstmal Pause. Und ich habe nochmal Fähigkeitspunkte erhalten. Das ist doch schön. Hinrichtung 16. Ich habe nur 6. 4 plus 6. Ja, sind genau 16. Gut. Ich würde sagen, ich mache dann hier mal Schluss. Erobere noch den einen Bezirk oder so. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.